Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Sonic and All-Stars Racing Transformed Online. Ich habe mir einfach gedacht, bis ich ein Spiel habe, was ich vernünftig und richtig Let's Playen kann, brauche ich ein Übergangsprojekt. Und dafür bieten sich Online-Rennen doch einfach als spaßige Abwechslung perfekt an. Außerdem bietet mir das die Gelegenheit, die Aufnahme von der PlayStation noch ein bisschen zu üben. Und nach der Pause wieder ein kleines wenig in das ganze Let's Play hineinzukommen. Ich hoffe nur, das Ganze funktioniert jetzt auch richtig mit dem Online-Spielen, sodass ich in eine vernünftige Lobby komme. Sieht gut aus. Drei davon sind rausgekraut, warum auch immer. Das Spiel läuft, okay. Also muss ich jetzt warten, bis die fertig sind. Ja, das ist sehr schön. Da unten läuft ein Ladebalken mit, was auch immer der bedeutet. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn das Spiel soweit fertig gelaufen ist. Oder? Das ist echt doof. Gehen wir nochmal zurück und versuchen es einfach nochmal. Hoffentlich kommen wir dann in eine bessere Lobby rein. Weil wenn ich jetzt hier... Ich habe mir eben so ziemlich viel überlegt, wenn ich da jetzt irgendwie umschneide, dann wird das ein Haufen Arbeit. Da hätte ich besser die Aufnahme nochmal neu starten können, aber ich versuche es jetzt einfach noch einmal. Und wenn das jetzt nichts wird, dann starte ich die Aufnahme neu. Aber wenn ihr dieses Video hier seht, dann wird es was geworden sein, weil sonst hätte ich es nie hochgeladen, ne? Also, ihr habt Hoffnung. Ich muss noch bangen. Hoffentlich wird das was. Hoffentlich wird das was. Das Spiel läuft, aber steht auf 100%. Das lässt dann hoffen, dass es bald losgeht. Hoffe ich mal. Die so ausgekraut sind, werden wohl gerade spielen hier. Die paar. Und die anderen warten halt. Unter anderem auch ich. Wir können noch keinen Charakter auswählen. Na? Geht's bald hier irgendwo los? Ah! So. Und ich habe Sonic. Nicht Sonic Tails, genau. Den ich haben wollte. Verwechsel ich die schon. So, wir warten auf die Spieler. Aber es ist eine schön gefüllte Lobby. Das gefällt mir gut. Sehr gut sogar. Ich könnte jetzt noch auf Sonic umstellen, aber Sonic brauche ich nicht mehr hochleveln. Und die Zeit läuft. Und das Level, was da ausgewählt wurde, ist auch ein wunderschönes. Das gefällt mir. Das läuft gut. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Lobby. Das läuft. Das läuft richtig gut. So. Alle haben sie einen Charakter ausgewählt, mit dem sie fahren wollen. Und die Zeit wird unwiderruflich immer weniger. Immer 10 Sekunden bis zum Start. Ich kann sehen, dass ich eine exakte Verzögerung von 3 Sekunden beim Bild zwischen Fernseher und Laptop habe. Das ist interessant. Sehr interessant zu wissen. Spielen wir mal eine Runde, vielleicht wird es ja was jung. Autoturbo, starte ein nächstes Ereignis mit einem Turbostart. Super! Das freut mich. So, das Video ist jetzt circa 5 Minuten alt. 5 Minuten lang schon. Und bisher sind wir noch nie wirklich gefahren, aber jetzt geht es endlich los. Aber vorher warten wir natürlich noch auf die anderen Spieler.
Ohne die wäre das Ganze ziemlich schwierig. Ich bin bereit, ich bin immer bereit. So, und los geht's. Wir starten in diesem Rennen hier auf einem Lavafluss, ganz episch, und dann geht's auf in die Luft. So. Und hier Drachen, oder was auch immer für Wesen das sind, versuchen uns das Leben schwer zu machen. Kämpfen wir uns den Weg nach vorne. Oh, so kann man gut ausweichen. Cool. Das wusste ich noch nicht, aber jetzt weiß ich's. So. Leider kein Item abgegriffen, aber das macht ja nichts. Dafür habe ich jetzt ein ganz gutes Item. Unten rechts. Ich habe einen Drift hingelegt. Und die Drift hat sogar getroffen. Ich habe beinahe gar nicht erwartet. So. Hier in dieser Ecke kann man auch schön driften. Da hätte ich auch einen schönen Sprung machen können. Das kann ich alles auch hier. Oh, ich bin Erster. Und ich habe einen Kugelfisch, den muss ich mal gleich auf dem Turbo verdienen. Ganz gemeine Aktion ist das. Aber ich weiß, der Konkurrenten wird das auch machen. Die werden wahrscheinlich das auf mich. Und wir sind wieder im Boot. Irgendjemand hat die Lobby wieder betrieben. Okay, drei Waffen bekommen. Wir haben schön driften, eine Drohne loslassen. Und das war auch schon die erste Runde. Okay. Er hat mit dem Kugelfisch meine Drohne abgewehrt. Gott sei Dank hat meine Drohne den Kugelfisch abgewehrt, weil sonst wäre ich da reingeflogen. Den Hotbot, den setze ich gleich, denke ich mal, auch ein. Nämlich jetzt so in etwa. So. Schade, nicht getroffen. Dem Schwamm bin ich ausgewichen. Der Gold aber eh nicht mir, weil zu dem Zeitpunkt war ich nicht Erster. Trotzdem bin ich rausgekommen. Da bin ich jetzt in den Schutter reingekommen. Nicht schön. Oh, da hat Drohne. Und wir haben einen All-Star-Macher. Ich hoffe, möglichst weit weg von mir. Das ist ein Rückstand machen. Naja, egal. Immerhin das. Oh Gott, ein Turbofisch. Kein Turbofisch, sondern ein Kugelfisch. Gott. Da ist ja auch noch ein Kugelfisch hier liegen. Tja, fuck. Da bin ich gegen die Decke geknallt. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Online-Rennen, da erlebt man Sachen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Online-Rennen ist im Allgemeinen schneller als das normale Rennen. So, Drift 3, Gas geben. Und zurück in die Lava. Immer noch auf dem 6. Platz da war, damit haben wir nicht Letzter. So. Dreifach-Flip. Handschuhe einsetzen. Kann ich nie wissen, ob man das brauchen kann. Und letzte Runde. So. Gut. In der letzten Runde fliegen wir recht viel, wenn ich mich recht erinnere. Ah, ist man dort ziemlich wenig am Boden. Und damit auch nicht am Boden zerstört, immerhin. Jemand hat die Lobby betreten, der wird allerdings warten müssen, bis wir fertig sind. Ach, der gleiche hat noch die Lobby gleich wieder verlassen. Nun gut. Aus. So nimmt das Rennen noch eine epische Wendung. Oder was ähnliches. Okay. Gut, Hot Rod, ja. Wenn etwas. Schade, ich dachte, ich hätte ihn erwischen können. Das war aber leider nicht der Fall. Mir gefällt meine Position nicht so sehr, aber es sind harte Gegner, es sind harte Gegner. Sonst wäre ich auch einfach weiter feurigen Position. Als der 5. Vielleicht kann ich auch noch was reißen. Zumindest noch 4. werden oder so. Obwohl das nicht gut aussieht. Nee. 5. ist endgültig. Schade.
Aber naja. Mal gleich sehen bei der Punkteauswertung, ob das denn eine Blamage ist oder nicht. Dafür müssen wir immerhin nicht lange auf die nächsten Spieler warten. Der Countdown ist schnell abgeschlossen. So, ich bin jetzt gespannt auf die Tabelle. Ich habe 29 Punkte Abkürzung bekommen. Okay, es ist der fünfte Platz, ist doof gewesen. Scheiße. Das hätte wesentlich besser laufen können. Naja, ein paar Experience Points gibt es trotzdem. 6 Marken habe ich insgesamt gesammelt. Ich meine, was? Und wir warten auf die Spieler. Wieso immer? Irgendjemand hat die Lobby verlassen. Warum? Gerade jetzt. Denn bald geht das nächste Rennen ja los. Aber nein, gut. Ja, wahrscheinlich war es einer, der eh bei uns drin war und jetzt keine Lust mehr hat. Denn irgendwann verlässt jeder mal die Lobby. Das ist, keine Ahnung, irgendwie so eine Online-Rennen-Weisheit. Oder so. Keine Ahnung. Das Video ist gerade 11 Minuten lang. Ich würde sagen, ein Rennen machen wir noch. Haben wir halt ein etwas längeres. Abstimmung. Durch die Schlucht. 5, 4. Ich bin für 3, durch die Schlucht. 2, auch wenn das nicht sehr wird. 0. Sonnenscheintour. Gut, die Sonnenscheintour wird es also sein. Charakterauswahl. Und ich hab Tails. Sehr schön. Okay, die Sonnenscheintour. Eine nicht allzu komplexe Strecke. Ich bin punktemäßig relativ hoch angesiedelt. Trotzdem scheinen die anderen jetzt ziemlich gut zu sein. Und ich bin einfach nur ziemlich schlecht gerade. Naja. Ist halt so. So. Jetzt setze ich mich mal anders hin für das nächste Rennen. Oh. Ist echt gewöhnungsbedürftig. Vier, ich bin hier mit 2 Headsets beladen. Über das eine höre ich, über das andere nehme ich 9. auf. Alles voller Kabel hier. Immerhin hat der Controller kein Kabel. Sonst wäre es noch ein Kabel mehr. Mal sehen. Nee. Mehr als einmal versuchen tue ich es nicht. Dafür sind mir meine Münzen zu viel wert. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob die für irgendwas anderes gut sind, außer das Bonus-Casino hier. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, die gibt es wirklich nur dafür. Naja. Samba de Amigo. Wieder in der Partystadt. Bereit machen. 3, 2, 1, los! Und einen kleinen Turbostart. Sehr schön. Und dann geht's gleich hier rein. In die famose Samba Action. Und in den ersten Kugelfisch. Und in den nächsten Kugelfisch. Ah! Also direkt nach diesem Portalen, das ist natürlich besonders intelligent und besonders fies, einen Kugelfisch zu setzen, denn da kann man ja nichts sehen. So. Also, falls sich direkt jemand vor einem befindet, bei so einem Portal sollte man ihm hinterherfahren, weil wenn ein Kugelfisch ist, fährt der da rein und nicht man selber. So, ein schöner Griff, wenn man nicht gegen die Wand fliegt. Soll ich mal ausprobieren? Das wird ja wahrscheinlich ärgerlich sein. Ich stelle mich gerade auch echt ziemlich kacke an, muss ich sagen. Ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden. So. Drohne, tu dein Werk. Nein, hat das funktioniert? Ich war auch getroffen. Jetzt hat der noch den All-Star. Ich könnte sowas auch mal gebrauchen. Der ist vor mir, warum hat der den All-Star? Na, voll gegen die Wand dagegen. So. Das hat funktioniert. Level 3 trifft. So. Geben wir mal ein klein wenig Gas. In der letzten Runde.
noch ein klein wenig was rauszuholen. Hoffentlich. So. Turbo! Amigo hat den All-Star aktiviert. Noch einer mit dem All-Star ist doch ziemlich recht hinter mir, oder? Nicht schön. Ja, der ist ziemlich recht hinter mir, wenn ich mir die Samaras in hier langfliegen sehe. Jetzt hat Sonic den auch noch. Der ist immer noch ein klein wenig weiter weg. So, noch der Drive Drift hinterher. Hot Rod lässt sich da eventuell noch ein klein wenig was reißen. Wenigstens der vierte Platz. Und die Avira-Werbung kann sich durchaus schließen. So. Der vierte Platz. Naja, je nachdem wer vor mir ist, gibt es eventuell noch ein paar Punkte. Wenigstens ein paar. Bitte. Naja, auf jeden Fall. Das war's für dieses Video schon mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sonic und Sega All-Stars Racing Transformed Online Rennen. Ich habe plus 0 Punkte. Also, bis denn. Tschüsseli.